Und Leute, es ist einfach komplett verglitscht. Guckt euch das mal an. Das sieht so komisch aus. Servus Leute, ich habe per Instagram einen kleinen Glitch eingeschickt bekommen, den will ich euch heute mal kurz zeigen und da machen wir nochmal ein paar Live-Fights bzw. ein Live-Fight hier bei über 4000 Pokalen. Erstmal, wer mir noch nicht auf Instagram folgt, den Namen kann ich euch hier mal ganz kurz einblenden. Ich heiße dort Real Clash Games, könnt ihr mir gerne folgen. Ich poste ab und zu auch mal ein paar Bilder und mir hat da, glaube ich, vor ein, zwei Tagen ein netter Zuschauer einen Screenshot eingeschickt, wo man bei ihm einen schwarzen Bildschirm sehen konnte und seine Pokalanzahl oben links. Ich werde euch das gleich einfach mal zeigen. Ich kann mich noch damals an COC erinnern mit diesem Xbox-Glitch. Wer noch aus der Zeit kommt, kann mir das mal gerne in die Kommentare schreiben. Den Xbox-Glitch, dass der auf dem Boden gerichtete Xbox mit einer höheren Range auch die Luft angreifen konnte. War auf jeden Fall ganz schön komisch und naja, wir werden jetzt einfach mal hier ein paar, beziehungsweise ein Fight hier mit meinem schönen, okay, jetzt müssen wir kurz aufpassen, mit meinem schönen Golem-Deck machen. Ich hoffe mal, es funktioniert hier auf der Höhe. Ich bin jetzt bei über 4000 Pokalen und bin jetzt echt mal gespannt, ob das hier noch funktioniert, denn das ist ja eigentlich, ich weiß nicht, das ist eigentlich ein bisschen niedriger ausgelegt. Ich gucke jetzt einfach mal. Wir setzen jetzt hier mal ganz kurz schon mal den Poison-Spell, meine lieben Bogenschützen werden jetzt leider sterben. Aber der Golem auf der anderen Seite kriegt schon mal echt ein paar gute Hits raus. Das müsste auch ganz gut klappen. Und der hat jetzt den Turm auch schon auf 1164 runter. Ist doch schon mal sehr schön. So, jetzt warte ich gleich mal ab. Ich denke mal, wird gleich wieder mit dem Miner und den... Oh, oder da den Feuergeistern kommen. Aber mit dem Miner wird er höchstwahrscheinlich gleich wieder kommen. Gehe ich mal von aus. Der liebe Eismagier dürfte jetzt nicht ganz so viel Schaden machen. Den dürfen wir noch ganz gut unter Kontrolle bekommen. Genau, jetzt kommt da der Miner. Oh, okay, da setzt er den hin. Auf meine Elixierhütte, alles klar, auf meinen Elixierkollektor. Aber ich weiß nicht, ob mir das jetzt so viel gebracht hat. Keine Ahnung. Wir haben jetzt erstmal schon, dass wir vielleicht nochmal einen ganz kleinen Push machen können. So einen kleinen Push hier mit den lieben Bogenschützen und dem Drachen. So, auf der anderen Seite kommt jetzt hier... Ah, okay, ich denke mal, mein Mini-Packer wird jetzt draufgehen. Aber seiner kriegt auch keinen Hit. Komm schon schnell den Ritter zur Ablenkung. Sehr schön, habe ich noch frühzeitig raufbekommen. Und jetzt will ich gleich nochmal gucken, dass wir nochmal vielleicht einen Push auf der linken Seite starten können. Hier schön mit unserem Golem. Das müsste auch ganz gut klappen, auf jeden Fall. Setze jetzt wieder den Miner. Er setzt schon wieder den Miner, aber jetzt diesmal auf der Seite. Das heißt, wir setzen mal eben ganz kurz hier unsere Bogenschützen. Alter, what? Der Turm hat jetzt aber sehr viel Damage bekommen. Das hätte ich jetzt gerade gar nicht gedacht. Aber trotzdem probieren wir jetzt hier auf der anderen Seite einen großen Push aufzubauen. Und jetzt, Leute, jetzt ist meine Zeit gekommen. Ihr wisstet. So, zack, den Miner will ich da nicht durchlassen. Ich habe jetzt hier schon mal den Giftzauber drauf. Und die Bogenschützen hinterher, die habe ich jetzt zwar ein bisschen unglücklich genau in seinen Poison Spell gesetzt, aber ich denke mal, seinen Turm sollten wir eigentlich down bekommen. Genau, den kriegen wir jetzt auch. In den letzten paar Sekunden haben wir ihn noch bekommen, sehr schön. Aber ob wir noch zum King Tower durchkommen, ist jetzt fraglich. Ich haue schon mal wieder einen Poison Spell drauf. Und vielleicht auch nochmal, nee, die Bogenschützen nicht, aber unser lieber Babydrache kriegt noch ein paar gute Hits drauf. Er raged schon mal ein bisschen rum. Finde ich schön, stört mich nicht. So, okay, schon wieder der Miner und schon wieder hier hinten. Ha! Das ist jetzt ein bisschen gefährlich. Ich muss jetzt mal gucken. Ich setze jetzt mal den Golem hier hin. Dann kommt er noch schön hier vor meinen lieben Ritter. So, machen wir es so. Zack. Dann hier mit den Bogenschützen hinter. Er setzt jetzt den Miner schon wieder an der Stelle. Ey, der ist verdammt stark, der Miner. Ohne Witz, der ist richtig stark. Der ist richtig stark. Jetzt kommt der Poison. Kommt schon, Leute. Wir müssen jetzt mit diesem Push, schaffen, seinen Turm zu snacken. Aber ich glaube, das schaffen wir nicht. Die 7 Sekunden
Das schaffen wir leider nicht mehr. Es wird ein Unentschieden. Ich schreibe schon mal gutes Spiel. Der hat auf jeden Fall ganz gut gekämpft, aber 3859 Pokalen auch noch ein Level unter mir. Beziehungsweise ein Level unter dem lieben Account von dem lieben MoFish. So, ich würde mal sagen, kommen wir jetzt zu dem am Anfang erwähnten Glitch. An die Leute, die jetzt denken, das wäre irgendein Hack. Nein, es ist kein Hack. Und auch an Supercell. Nein, es ist kein Hack. Das ist einfach nur ein kleiner Glitch, der mir hier eingeschickt wurde. Ich denke mal, der wird auch höchstwahrscheinlich im nächsten Update gefixt werden. Es gab ja schon viel größere Glitches, wenn man das so sagt. Damals auch in COC, die viel schlimmer waren. Und da hat Supercell auch irgendwie keine Ahnung, wie lange für gebraucht. Ich weiß nicht, wie lange es diesen Glitch hier schon gibt. Ich habe den erst vor ein paar Tagen mal bei meinen Instagram-Direktnachrichten gesehen. Habe mir einfach mal gedacht, ich störe euch den mal ganz kurz vor und verbinde das direkt nochmal hier mit ein paar Live-Fights bei 4000 Pokalen. Und zwar, ihr seht ihr hier unten, kämpfen und klaren. So, ihr müsst Folgendes machen. Ihr geht jetzt, ihr scrollt jetzt so weit, dass man das etwa hier zur Hälfte sieht. Man sieht jetzt zur Hälfte den Clan-Chat und zur Hälfte den Hauptbildschirm, wo man halt den Kämpfenbildschirm, sage ich jetzt einfach mal. Und ihr müsst jetzt Folgendes machen. Ihr klickt jetzt, ich habe jetzt meinen rechten Finger, also meine rechte Hand, den Zeigefinger, habe ich jetzt hier auf dem Bildschirm drauf. Damit kann ich auch noch mal immer noch so ein bisschen bewegen. Und jetzt gehe ich mit dem linken Zeigefinger auf den Shop. Und Leute, es ist einfach komplett verglitscht. Guckt euch das mal an. Das sieht so komisch aus. Ich bin jetzt hier, keine Ahnung, ich bin nicht mal auf meinem Kämpfenbildschirm. Ich habe hier einfach so einen richtig komischen Glitch. Ich mache hier schon mal direkt einen Screenshot. Wenn ich jetzt hier mal weiter scrolle, ja, dann ich kann halt wirklich nur diesen kurzen Bereich hier abwarten und halt hier auf diesem Hauptbildschirm, der dann so verglitscht ist, sozusagen bleiben. Und das, da kann ich da halt nichts weiteres machen, aber es sieht schon ein bisschen komisch aus, so komplett verglitscht das alles. Es gab es ja schon öfter mal, es gab ja auch schon mal sowas, dass irgendwie hier die Karten unendlich groß sind und alles. Und keine Ahnung, Supercell braucht man ein bisschen, um solche Sachen zu fixen. Ich habe mich jetzt nochmal dazu entschlossen, hier einen kleinen Fight live zuzuschauen, euch dann nochmal ein bisschen was so anzusprechen. Und zwar bin ich ja eigentlich immer jemand, der macht auch mal gerne so ein paar Real Talk Videos, spricht so über so allgemeine Sachen. Und da habe ich mir jetzt gerade mal gedacht, mache ich das doch mal eben ganz kurz. Und zwar kam ja gestern das Video mit Malte raus, zu der Hall Screen Challenge. Und da haben schon wieder einige Leute geschrieben, ey Clash Games, Digga, was soll das, warum klaust du einfach Challenges? Ich habe das bei einem kleineren YouTuber gesehen, mir hat dann auch einige irgendwie von einem YouTuber geschrieben, den ich noch gar nicht gehört habe. Ich habe das bei Garsin damals gesehen, den habe ich ja auch abonniert. Mit dem habe ich auch schon ein paar Videos rausgehauen und den habe ich auch gefragt. Mir war bekannt, dass das schon im englischsprachigen Raum gebracht wurde, aber ich habe es jetzt nicht so als großes Problem gesehen, weil ich bis jetzt nur hier Garsin gesehen habe, der das hier im deutschsprachigen Raum gebracht hat. Und es ist wirklich so, es werden einfach jede Challenge, die gut bei Leuten ankommt, egal wo, im Lifestyle-Bereich zum Beispiel, die den Girlfriend-Tag oder wer würde eher Tag oder irgend so, ihr wisst, was ich meine, sowas. Jeder hat schon mal irgendwie eine Challenge von irgendjemandem nachgemacht und ich verstehe jetzt nicht so genau, wo das große Problem daran ist, dass ich jetzt einfach mal eine Challenge von einem größeren YouTuber nachgemacht habe. So haben ja einiges dargestellt. Also, mir ist es eigentlich persönlich egal. Es ist eure Meinung. Wenn ihr sagt, dass ihr es kacke findet, dass ich sowas nachmache, kann ich das verstehen. Aber trotzdem fand ich das schon ein bisschen komisch, dass dann wirklich so viele darauf angesprungen sind. Obwohl ich einfach nur ein cooles Video für euch rausbringen wollte. Naja, war jetzt mal ein kleines bisschen Real Talk. Vielleicht könnt ihr dazu auch nochmal eure Meinung in den Kommentaren da lassen, wenn ihr jetzt gerade noch zuschaut. Und ansonsten, Leute, würde ich einfach mal sagen, war es jetzt mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst natürlich gerne eine Bewertung da, wenn euch das Video gefallen hat und vor allem auch der Glitch und natürlich hier Fights bei über 4000 Pokalen, meinen ersten Fight hier. Und ansonsten, wie gesagt, euch noch einen schönen Tag, Leute. Haut rein und ciao.